In Wien-Seestadt, in Aspern, einem der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas, sind die Schlüssel für die nächsten Gemeindewohnungen neu übergeben worden. Es ist wirklich ein schöner Tag heute, weil ich gemeinsam mit dem Herrn Bezirksvorsteher Nevrevi hier in der Donaustadt heute einen neuen Gemeindebau übergeben durfte. Innerhalb von 2 Jahren sind hier 76 tolle Wohnungen entstanden, alle mit Freiflächen, zum Teil mit flexiblen Grundrissen. Und es ist auch noch einmal ein schöner Tag, weil es insgesamt der 7. Gemeindebau neu ist, den wir in dieser Stadt eröffnen durften. Die Wohnungen in der Donaustadt sind neue Wohnungen, sind innovative Wohnungen mit neuen Konzepten und auch die Nachhaltigkeit wird großgeschrieben. Und da bin ich froh, dass die Stadt Wien sehr viel macht für die Donaustadt, für Wien. Da kann ich mich als Bezirksvorsteher bedanken. Die neuen Wohnungen haben besondere Eigenschaften, wie beispielsweise Schiebeelemente, die größtmögliche Flexibilität beim Wohnen schaffen. Die veränderbaren Grundrisse machen die Wohnungen an unterschiedliche Lebenssituationen anpassbar, für das Homeoffice, die Kinderbetreuung, eine Pflegerin oder andere individuelle Wohnbedürfnisse. Großzügige Balkone und raumhohe Fenster unterstreichen die hohe Qualität. Die 1 bis 4 Zimmerwohnungen mit 42 bis 107 Quadratmetern bieten ein maßgeschneidertes Angebot für ihre Nutzerinnen. Für alle Generationen, für Familien und Singles, genauso wie für Ein-Elternhaushalte. Das ist nachhaltig. Wir bauen grundsätzlich nur mehr nachhaltig in dieser Stadt. Also das hat sich mittlerweile schon zum Standard entwickelt, dass die Ökologie und die nachhaltige Bauweise in Wien absoluter Standard ist. Im Neubau und auch in der Sanierung arbeiten wir immer nachhaltiger. Die Gemeindebauten neu entstehen aber nicht nur in der Seestadt. Es gibt sie bereits auch in den innerstädtischen Gebieten. Das ist ganz wichtig für die Durchmischung in dieser Stadt und wir wollen einfach überall vorkommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil der Gemeindebau Neum ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich für diese Stadt ist und Wien zur Nummer 1 im sozialen Wohnbau macht. Übrigens, die ganze Seestadt hat bereits 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner und viele davon fühlen sich wohl.